Yo, willkommen zu dem Infovideo über den A2-Führerschein und die neuen Regelungen, die bald auf uns zukommen werden. Und zwar sieht das so aus: Deutschland wurde verklagt von den anderen EU-Ländern, denn die sind gerade dabei, die Regelung schon durchzuführen, und die haben Deutschland jetzt einfach mal verklagt aufgrund von Vertragsverletzungen, da Deutschland die Regelung ja noch nicht eingeführt hat. Und genau deswegen versucht unser geliebtes Deutschland jetzt, sich der Anklage zu entziehen und diese Regelung bald und natürlich so schnell wie möglich durchzusetzen. Die Regelung besagt, dass ein Motorrad mit 48 PS nur maximal das Doppelte an Leistung besitzen darf, sprich also 96 PS darf das Motorrad dann maximal besitzen. Würde also heißen, dass alle Supersportler, 600er oder auch 1000er natürlich draußen sind. Auch viele andere Motorräder, schöne, gute Motorräder, sind dann leider draußen. Deswegen finde ich persönlich diese Regelung auch, um das mal dezent zu sagen, sehr scheiße. Das Schlimmste daran ist ja auch noch, bei aktuellen Quellen, die man so im Internet findet, wird immer davon gesprochen, dass es keinen Bestandsschutz geben wird. Das heißt also, dass alle aktuellen A2-Fahrer, die eine Maschine haben mit mehr als 96 PS, die dürften rein theoretisch ihre Maschine von den einen auf den anderen Tag nicht mehr benutzen. Das Ganze stelle ich mir im Alltag ziemlich beschissen vor. Jedes Mal, wenn ich meine Garagentür aufmache, um mir vielleicht eine Wasserflasche zu holen, dann sehe ich mein Motorrad und denke mir einfach so, fuck man, du darfst nicht fahren. Aber wie das Ganze letztendlich ausgehen wird, das wird man erst am 8.7.2016 endgültig und offiziell wissen, denn da trifft sich der Bundesrat, um das Ganze halt abschließend zu beschließen. Bleiben zum Ende nur noch ein paar Sachen zu sagen. Und zwar einmal die Empfehlung an alle, die sich jetzt demnächst ein Bike holen wollen: Kauft euch kein Motorrad mit mehr als 96 PS Leistung, denn das ist eigentlich schon mehr als sicher, dass Deutschland diese Regelung bald einführen wird. Ja, ansonsten wäre das langweilige Infovideo damit jetzt auch schon fast wieder vorbei. Ich hoffe, ich konnte damit wenigstens ein, zwei Leute weiterhelfen. Die Quellenangaben habe ich sonst natürlich in der Beschreibung verlinkt. Ganz oben ist dabei noch ein Link zu finden von einer Petition, die versucht, gegen das Ganze anzugehen. Könnt ihr ja mal vorbeischauen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ansonsten lasst es bleiben, vielleicht sieht man sich im nächsten Video. Und dann würde ich sagen, haut rein!